mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir, du bist hoch erhoben. Sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, yeah. Mein Tröster. Down in the sea, we're born at the sun.
Lasst uns also unser Opfer rausnehmen, weil er verdient alles. Lasst uns so tief wir können in unsere Taschen greifen und für unser Opfer beten. Heavenly Father, Lord God, thank you, Jesus, for this day today. Thank you for this privilege for us to give our offering today, Lord God. Help us to give cheerfully and humbly, Lord God. You're worthy, you're righteous, and you're wondrous, Lord God. Thank you, Lord. Also for everyone that can't be with us today, Lord God, hold your hands over them and bless them. Halleluja, Lord God, in Jesus' name, Amen. Ihr könnt nach vorne kommen. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nur leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Deine Herrlichkeit. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Deine Herrlichkeit. Oh, 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 komm herab. Oh, 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 komm herab. Zeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Deine Herrlichkeit. Let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. Let the praises of the King rise among us. Among us, let the songs of the Lord rise among us, let the joy of the King rise among us, let it rise. Let it rise, let it rise. Let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord
die Herrlichkeit, lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Lass die Herrlichkeit des Herrn hier nun leuchten. Deine Herrlichkeit. Lass die Lieder unseres Herrn uns nun singen. Lass die Lieder unseres Herrn uns nun singen. Lass die Freude unseres Herrn hier nun leuchten, seine Freude. Let the songs of the Lord rise among us. Let the songs of the Lord rise among us. Let the joy of the King rise among us. Let it rise, let it rise. Oh, let it rise. Oh, let it rise. Oh, komm heran. Amen. Amen. Engel sterben nie. Ja, weißt du, was die Welt dir erzählt, brauchst du nicht glauben. Aber was die Bibel dir sagt, das kannst du glauben. Preis Gott. Das ist ein Fels, auf dem du bauen kannst. Der Fels, auf dem wir stehen, ist sein Wort. Halleluja. Er ist der Fels und auf den Fels baut er seine Gemeinde. Preis dem Herrn. Amen. Ey, hört sich doch gut an jetzt, das Mikrofon. Meine Stimme war noch nie so gut wie jetzt. Nach vielen Jahren. Naja, was soll's. Preis Gott. Amen. Engel sind mächtig. So, falls dir mal einer begegnet, da sind zwei Möglichkeiten. Entweder ein guter oder ein böser, hat Tamara gesagt, ja. So, da pass auf. Und beten tun wir die nicht an. Wir respektieren ihre Aufgabe, ihr Amt, preis Gott. Aber wir beten den Herrn an, das machen die ja auch. Preis dem Herrn. Und jeder, der hat seinen Platz bekommen von den Millionen und Millionen von Engeln, kann ich mir gar nicht vorstellen, die Kraft Gottes. Das hat Jesus auch gesagt zu den Juden, ihr kennt Gott nicht, ihr kennt auch nicht seine Kraft. Ja, hätten sie Gott gekannt, hätten sie ihn erkannt. Preis dem Herrn. Und ich habe aufgehört das letzte Mal mit 2. König 19, Vers 35. Ein Engel schlug in einer Nacht 185.000 Russen, nein, ich hab Russen gesagt damals, aber ich habe gemeint Assyrer, als König Hiskia und hat König Hiskia und Jerusalem gerettet. Und er hat gewusst, was zu tun ist, ohne Frage, preis Gott, wie der Engel das gemacht hat, frag mich nicht, ist er vielleicht über das Heer gezogen, wie ein Engel durch Ägypten gezogen ist und hat diejenigen, wo kein Blut an den Häusern waren, die Erstgeburt getötet. Ja, vielleicht war es derselbe Engel, das ist alles Spekulation. Weißt du, wenn es nicht drinsteht, dann brauchen wir auch nicht viel kann ich mir weiterhelfen? Ja, okay, gut. So, die Frage ist die heute Abend, die könnt ihr euch selber beantworten. Wer hat die 185.000 beerdigt? Haben die Assyrer die selber
Vielleicht war da gar keiner mehr übrig. Vielleicht sind die noch eine Woche geblieben in Jerusalem, haben die Tore noch zugehabt, konnten es nicht glauben. Und die Geier sind aus Amerika gekommen, haben die sauber gemacht. So, auf jeden Fall, was sehen wir da drin? Wir sehen, dass der Herr der Nation Israel geholfen hat, oder? Dass der Herr geholfen hat. Und so ist es auch. Diese Dinge stehen im Wort Gottes, damit wir lernen, dass Gott uns auch helfen kann und dass eigentlich nichts unmöglich ist. Die haben gezittert vor den Assyrern, weil das war ein böses Volk. Und da kann nur Gott retten. Ja, die haben vielleicht vorher nicht richtig gebetet, aber da haben sie richtig gebetet. Und es gibt Situationen, in der Herr uns bringt und wir beten. Schön. Oh, das ging ja gut. So schnell habe ich noch nie eine Flasche aufgehabt. Preis dem Herrn. Es gibt auch viele andere Situationen in der Bibel, Ereignisse, und das sind keine Märchen, in denen der Herr einen Engel geschickt hat und der hat sich offenbart und der hat geholfen. Das sehen wir auch hier in 1. Mose 21, Vers 17, als da war Krach im Haus vom Abraham. Rabatz, Sarah hat sich gestritten mit der Hagar. Ja, das ist halt, wenn du anderthalb Frauen hast, das wird nie was. Ja? Und so Sarah hat die Hagar weggeschickt. Hat gesagt, geh, ich will dich hier nicht mehr sehen und nimm deinen Sohn gleich mit. Das war ein Schock für die. Die hat gedacht, die Sarah kann kein Kind kriegen und der Ismael wird alles erben. Naja, und dann natürlich ist Isaak gekommen, ja. Preis dem Herrn. Schön, dass ihr da aufpasst. Und ja, dann gab es Zores zwischen Ismael, der war älter wie der Isaak und das habe ich nicht so gerne, wenn einer mit meinen kleinen Kindern rumspielt. Und so, der Engel hat der Hagar gedient und Ismael, als sie vertrieben worden waren und kurz darauf am Verdursten, wollte ja nicht sagen ertrinken in der Wüste, ertrinkt ja kaum, in der Wüste zu sterben. Hier, Vers 17, da hörte Gott die Stimme des Knabens. Interessant, der hatte nämlich die Verheißung. Eigentlich die Hagar nicht, aber der Knabe. Und der Engel rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knabens, der dort liegt. Die hat das Kind weiter weggelegt, damit es nicht sieht, wie er stirbt. Und umgekehrt genauso. Hat ja auch nicht gewusst, wie lange sie noch da lebt. Und wenn du mal da unten warst, Sascha kann das erzählen, Martina, eine Bullenhitze. Da brauchst du Wasser. Ekelhaft. Nee, nicht das Wasser, aber die Hitze. Okay. Und da hat der Engel ihr gesagt, sie soll aufstehen, den Knaben nehmen und führ ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Wieder ist dasselbe Versprechen zu ihr gekommen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. So, der Schlauch war leer und jetzt hat sie ihn wieder voll gemacht. Weißt du, und das ist der Herr. Wenn dein Schlauch leer ist, du nichts mehr hast, wenn du trocken bist, du fühlst dich trocken, du fühlst dich verdorrt,
Amen. Dann geh auf den Platz, wo du allein bist, ohne Jubeltrubel, und dann bete zum Herrn. Der wird dir was zu trinken geben. Amen. Der weiß, dass wir ihn brauchen. Er ist die Quelle des Lebens. Amen. Und so können wir ja auch sehen hier, was bedeutet das jetzt für uns? Ich meine, Sarah und der Knabe, die sind alle tot, aber was bedeutet das für uns? Amen. Das heißt, dass Gott unser Gebet hört, Gott unsere Not sieht, auch wenn es in letzter Minute ist. In meinem Herzinfarkt, als ich da lag, da sagt der Kardiologe, während er da rumgemacht hat an meinem Herzen, ich habe es gesehen am Monitor, hat er gesagt, ja, eine Minute später wären sie nicht mehr hier auf dem Tisch. Es hat mich nicht schockiert, hat mir auch gar nichts ausgemacht, weil ich weiß, der Herr hat eine Zeit für mich. Und dann ist es das Beste. Ich frage nicht, Herr, kann ich ein bisschen länger da sein? Nee, hier ohne. Wenn ich dort bin, bin ich dort. Da unten das Fleisch, mit dem habe ich genug Probleme. Aber der Geist, Halleluja, der geht hoch und ist beim Herrn, preis dem Herrn. Und das ist das Schöne, dass wir beten können, rufen können, dass der Herr nicht weit weg ist von uns und dass wir Verheißungen bekommen können. Das ist wichtig, das müsst ihr beten. Herr, was ist meine Verheißung? Wir wissen, er hat uns ewiges Leben versprochen, er hat uns gesagt, wenn wir treu bleiben, wird er treu bleiben. Er hat gesagt, dass er uns segnen wird, beschützen wird und alles, alle guten Dinge eigentlich. Aber ich denke hier, dass es auch wichtig ist, dass wir so nah zum Herrn kommen, dass wir auch was Persönliches, ich sage nicht, Erlösung ist nicht persönlich, aber eine persönliche Verheißung bekommen vom Herrn. Preis Gott, wenn er sagt, Schwester Lois, deine Frauengruppe wird eine Riesengruppe werden. Preis dem Herrn. Amen. Oder zum Bruder Hatsch, deine Männergruppe, du wirst so viele Männer haben, da müsst ihr zweimal Gebetsabende machen. Und dann sagt er, das ist zu viel. Ja. Und so sehen wir die Hilfe Gottes, preis Gott. Auch hier hilft der Herr. Eine andere Situation ist, wo Lot ist mit seiner Familie in Sodom, wo er eigentlich nicht sein sollte, und was immer der Grund war, Abraham hat für ihn gebetet, und das ist wichtig, dass wir füreinander beten, auch wenn es einer Schwester nicht gut geht, einem Bruder nicht gut geht. Sprichst du kein Deutsch mehr, sag mal? Die spricht, oder halt ihr euch nur? Ja, die hat lang. Oh, ja, dann lass zwei Ohren offen. Eins für mich und eins für sie, wenn sie eins verpasst. Okay, alles klar, ich mach dann langsamer. Doch, doch, hier, ich trinke noch einen Schluck auf dich. Wo ist überhaupt Bruder Luis? Der war doch hier. Ach, hinter der Säule. Wie kannst du dich hinter die Säule setzen, wenn ich... Ich sehe deinen Mann nicht, jetzt sehe ich ihn. Aber nur halber. Doch, doch, ganz. Amen. Und da sehen wir hier die Hilfe Gottes. Lot hat dem Engel gehorcht, der zu ihnen gekommen ist. Und der Engel hat gesagt, schau nicht zurück. 1. Moses 19, Vers 1. Wir gehen durch das Alte Testament, gehen dann ins Neue Testament und machen dann mit den Engeln hier weiter. Und so in 19, Vers 1, erst die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde. Der hat erkannt,
wer das war. Er hat erkannt, preis Gott. Und so, wenn wir beten, viel beten, beten ohne Unterlass, das heißt nicht jetzt, dass wir nur beim Gemeindetreffen beten oder Gebetsabend beten, sondern auch so zwischendurch beten. Das hilft dir. Und du weißt nie, dass Gott auf einmal zu dir redet. Oh, ja, gleich kommt jemand, mach mal die Kaffeemaschine an. Ja. Weiß nicht, ob er das sagen wird, aber das ist nicht unmöglich. Ja, Gott macht auch so Dinge, wo wir überrascht sind, dass Gott sich mit den Sachen beschäftigt. Was, du interessierst dich für mich? Da war eine Zeit, wo ich gebetet habe, na, mache ich ja immer noch, aber für andere, für die Geschwister, für die Gemeinde. Und dann auf einmal kam der Geist des Herrn und er hat gesagt, du kannst auch beten für dich. Ich war so schockiert. Was, für mich? Ja, und das habe ich nie vergessen. Preis Gott, ich habe auch Gebet gebraucht. Und dann, du brauchst auch Gebet und keiner betet so für dich wie du selber. Naja, hoffentlich. So, der saß hier, hat sich respektvoll benommen, der Lot. Und der Engel des Herrn auch damals, das war seine Erlösung, dass die Engel gekommen sind und sie geführt haben. Wir wissen nie, was passiert, wenn Verfolgung geschieht, dass der Herr einen Engel schickt. Das hatten die auch in Äthiopien. Da waren einige Wunder, die erlebt haben in Äthiopien, wo die verfolgt worden sind. Da war eine Frau, ihr Mann ist gestorben, die hat, ich weiß nicht, zwei Kinder oder ein Kind gehabt noch. Und sie hat geschrien, sie war Muslimin und sie hat zum Herrn gerufen, Herr, rette mich, ich will erlöst werden und alles. Und ihr Bruder war in der Gemeinde in Addis Abeba und ja, war das ihr Bruder? Nein, das war nicht ihr Bruder. Doch, es war ihr Bruder. Ah, okay. Und dann... ja, auf einmal war einer da, ein Mann, der hat gesagt, er geht runter nach Addis Abeba. Und sie ist dann mit ihm gegangen. Es war aber nicht ein Mann, es war ein Engel gewesen, der mit ihr ist. Und die kam dann in Addis Abeba an. Das ist eine große Stadt, eine Hauptstadt. Und Nummerschilder haben die auch keine. Also Nummerschilder, ich meine Schilder an den Straßen und Häusern. Und ja, das war das Interessante. Der hat sie dann, sie ist dann zur Polizei, so viel ich weiß, und der Polizist hat sie gefahren zum Bruder. Ja, und dann auf einmal hat sie das ihrem Bruder erzählt. Der hat sich gewundert, warum sie da ist. Und da hat sie gesagt, ja, ich sterbe da oben, mein Mann ist tot und bla bla bla. Und hat gesagt, und der Mann hier, der hat mich hierher gefahren. Ja, und da hat sich rumgetreten, der war weg. Der war nicht mehr da. Und hat sie genau dorthin gefahren, wo sie hin musste. Ja, und das sind auch andere Dinge, die passiert sind. Fällt mir jetzt nicht ein, ich habe es auch nicht aufgeschrieben hier. So, das ist wichtig. Wir wissen nicht, was uns begegnet, wenn Verfolgung kommt. Gott muss keinen Engel schicken, aber er kann. Preis Gott. Und wir stehen ja dann auf und gehen dann. Und wir sind hoffentlich gehorsam. Preis Gott, dann wird der Herr uns retten. Wie er Petrus gerettet hat aus dem Gefängnis. Ja, stell dir mal vor, im Herzogried, die Dinger sind zu, die Türen, wer da drin ist. Und ja, Gott kann sie aufmachen, du hörst noch nicht mal. Die sind auf einmal so gut geölt, so gut hat sich das noch nie angehört. Naja, genau. So, ich war noch nie da drin. Doch, einmal war ich drin. Ja, einmal war ich drin, aber
ich wollte Gottesdienst dort machen im Gefängnis dort. Und habe gesagt, ob ich da Bibelstudie lehren kann und alles. Ja, wer sind Sie? Und da habe ich dann erzählt, wer ich bin. Das geht nicht, wir haben jemand. Okay, wenn Gott die Tür zu hat noch, dann ist sie zu, da muss ich nicht drängen. So, dann in 1. Mose 22, Vers 11 bis 12. Der Engel des Herrn hat Abraham gestoppt, seinen Sohn, oder aufgehalten, seinen Sohn Isaak zu opfern, und hat ihm ein Ersatzopfer gezeigt. Gott will keine Menschenopfer, das hat er auch damals schon verboten gehabt, und Abraham hat das gewusst, aber er hat das alles nicht verstanden. Aber er wusste, dass Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Und oft ist es so, dass es gerade das Gegenteil von dem ist, was wir denken oder vielleicht auch glauben. Ja, aber wir müssen uns auf ihn verlassen. Die Stimme des Herrn, preis Gott, die brauchen wir. Und wenn der Herr öfter zu dir redet, dann erkennst du auch, das war die Stimme des Herrn. Das war ja nicht das erste Mal, dass der Herr mit Abraham geredet hat. Preis dem Herrn. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Ja, ich habe mein Messer, ich habe meinen Sohn, ich habe hier alles aufgebaut. Und da sagt auch der Herr: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Es war kein Baby, es war ein junger Mann. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen, weil ich es gesagt habe. Preis Gott. Und er hat ihm gesagt: Wenn du das machst, dann kriegst du auch eine Verheißung. Wenn du das machst, dann kriegst du auch eine große Belohnung. Er hat gesagt: Mach es einfach. Fertig. Und dann hat er, nachdem er das getan hat, hat der Herr ihm gesagt, was er tun wird. Preis dem Herrn. Und oft ist es so, dass Gott uns was sagt. Oder der Pastor sagt: Mach das und das. Ah, nö. Was wird denn dann werden? Mach einfach. Preis Gott, der Heilige Geist hat Männer Gottes eingesetzt, Pastoren eingesetzt. Und ich habe mich oft gewundert, dass ich Dinge gesagt habe damals, die dann auch erfüllt worden sind. Und ich habe gewusst, der Herr wird das bestätigen. Und Gott hat es immer bestätigt, preis Gott. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen einen geistlichen Führer. Einer, der Erfahrung hat, der die Stimme hören kann, preis Gott. Und Gott weiß schon, wie er mit dem umgeht, gar keine Angst. Dafür sind wir ja auch verheiratet. Wie hast denn du heute gepredigt? Du hast dich heute versprochen. Ja, ja, lauter so knipp. Und wenn du es da nicht hörst, dann hörst du von irgendwo anders. Und dann sagst du: Oh, hoffentlich kriegen wir bald eine Gastpredigung. Ja, in 1. Mose 32, Vers 27. Ganz interessant. Da steht eigentlich viel drin von Engeln. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Das ist Jakob. Ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Wenn du mich nicht segnest, lasse ich dich nicht gehen. Aber ich muss gehen, denn die Sonne geht auf. Er sprach: Wie heißt du? Da antwortete er Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Das ist fair. So, du kannst mit Gott reden und du brauchst nicht loszulassen. Gott geht nicht hin und sagt: Ich hab so viele Termine, du kannst nur zwischen 11 und 12 kommen. Es tut mir so leid. Ich gebe dir 10 Minuten, sag, was du auf dem Herzen hast, und dann musst du gehen, weil
Ich habe ja noch Reservierung im China-Restaurant. Ne, weißt du, du weißt ja nicht, was der Pastor alles geplant hat. Mhm. Aber du siehst hier, Jakob rang in seiner Not mit einem Engel, mit dem Herrn, der änderte seinen Namen in Israel. Deshalb heißt Israel, Israel. Aber du siehst den Charakter von Jakob. So was lernen wir. Wir lernen, dass Jakob gebetet hatte, bis er die Gewissheit hat, dass Esau ihn nicht umbringt. Das hat er immer noch mitgeschleppt. Und weißt du, was er seinem Bruder angetan hat? Und er hat ja noch nicht einmal ein Schaf gehabt von der Herde, von seinem Vater. Er hat alles, hat er sich erarbeitet. Und Gott hat ihn gesegnet und gesegnet. Preis Gott. Und er hat selber genug gehabt. Sogar noch Knechte und Mägde. Und dann noch die ganzen Frauen und die kleinen Kindlein für Sonntagsschuhe. Preis Gott. Er hat gebetet, bis er die Gewissheit gehabt hat, dass Esau ihm nichts macht. Und er hat nicht gewusst, wie Esau sich benehmen würde danach. Wie Gott das Problem lösen würde. Er hat nur gesagt, ich mache das dann. So in dem Sinn. Und so ist es oft, wenn wir aufstehen vom Gebet dann, und wir haben die Antwort im Geist bekommen, dann haben wir dann die Gewissheit, es wird in Ordnung werden. Ich mache mir keinen Kopf. Es wird in Ordnung werden. Preis Gott. Und das ist das Gute. Wir können bitten und wir werden empfangen. Amen. Preis Gott. Er hat die Gewissheit gehabt, dass er sich nicht mehr fürchten muss vor Esau. Denn das war kein Waisenknabe. Der hat 400 Soldaten dabei gehabt. Und das waren Kämpfer. Und wenn einer mit ihm wollte, hat er gesagt, du bist ein Weichling, dich will ich nicht. Gib mir richtige Kämpfer. Das war Esau, weißt du. So, Jakob hat sich auf den Herrn verlassen. Amen. Und so muss es sein mit uns. Ja, und manchmal müssen wir zum Herrn schreien. Tür zu, Fenster zu. Die brauchen uns nicht allzu hören, die Nachbarn. Und dann rufen wir zum Herrn, Herr, du musst mir helfen. Ich halte es hier nicht aus. Die Situation, kämpf du für mich. Ja, da gibt es Autoritäten, die sind gegen uns. Aber die sind nicht für uns. Aber wir haben jemanden, Autorität, die für uns ist. Und das ist der Herr, preis Gott. Und was lesen wir noch oder lernen wir noch draus, ist, dass Gott seinen Versprechen treu ist. Er ist treu. Er hat Jakob versprochen, einen Segen. Und sein Vater hat durch ihn geredet, hat ihn gesegnet, dass er zum großen Volk wird. Und der hat es geglaubt, er wollte auch den Segen, den Erstgeburtssegen haben. Den hat er auch bekommen, aber nicht so, wie er dachte. Ja, er musste mal zuallererst sein Ich und sein Fleisch überwinden. Doch, glaub mir, der kann noch so viel der Sohn vom Abraham sein, vom Isaak sein. Wenn sein Charakter nichts ist, dann sagt der Herr, wenn du mir folgen willst, ich werde dich dann verändern. Ich schaffe dann an dir, ich mache was aus dir. Oh toll, wunderbar. Aber du glaubst nicht, wie das dann ist. Wunderbar. Ja, wenn du im Feuer bist und es heißt hier, hol mich raus. Warum hast du mich hier reingebracht? Ja, ist dasselbe wie Israel in der Wüste. Halt durch und geh weiter. Preis dem Herrn. Und so, wir wissen oft nicht, wie Gott seine Versprechen erfüllen würde. Oft wissen wir das nicht. Mutter betet für ihre Kinder, der Vater betet für die Kinder und für die Familie und sieht alles so trostlos aus, sieht alles so aus, als würde
nie was getan werden. Und es dauert immer so lange, bis Gott was macht. Ja, es dauert immer so. Daher, 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag, hör zu. Ich lebe nur ein paar Stunden in dieser Welt, Herr. Ja, so ist es. Was sind hier 70 Jahre im Vergleich zu 1000 Jahren und einem Tag? Oh je. So, wir wissen oft nicht, wie Gott seine Versprechen erfüllen würde. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir festhalten an seinen Verheißungen, dass wir ihm glauben, am Glauben festhalten und nicht loslassen. Der Teufel will, dass du loslässt. Der schickt dir alle möglichen Leute, Bekannte, Verwandte, Freunde, Christen und vielleicht auch Prediger und Missionare und alles. Und sagt, das wird alles nichts, was du da glaubst. Du wirst ja dann der Einzige. Die haben alle so Bomben, weißt du, wo die fallen lassen. Granaten, Minen. Naja, der Herr weiß, wie er das macht. Ja, wie willst du eine Gemeinde haben? Guck dir das mal an. Wir brauchen ein Gebäude. Wir machen ja schon die Gottesdienste kürzer, meine Predigt kürzer, weil es so heiß ist drin im Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie heiß das war in der Max-Josef-Straße. Ich habe es kaum ausgehalten. Und wenn du dann auf der Plattform bist, da ist ja noch heißer. Und je höher du gehst, jetzt nicht im Geist, aber im Fleisch, ja, da wird es heiß. Preis Gott, so müssen wir festhalten an der Offenbarung des Herrn, an der Verheißung. Und ja, und so ist es auch. Wir Väter, wir geben unseren Kindern Versprechen. Ach, toll, 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 gibt's mir vorher schon. Nee. Wenn du das gemacht hast und das gemacht hast, dann kriegst du das. Weißt du, wie das ist? Ja, okay. Und so, der Engel des Herrn gab Moses die Offenbarung von dem Namen Gottes aus dem brennenden Busch, damit er die Israeliten befreien konnte. Und das ist eigentlich, das sind die schönsten Verse in der Schrift, wo Gott sich Menschen offenbart. Aber hier, die Juden hatten seinen Namen nicht. Sie hatten nur der Herr, El Shaddai, Adonai, er ist der Herr. Aber Jesus, der Name Jesus haben sie nicht gekannt. Denn jetzt wurde er ihr oder sollte er ihr Erlöser werden. Siehst du, auch so ist es mit uns. Er ist unser Erlöser geworden. Wir haben seinen Namen über uns gerufen. Herrlich. Und wir wissen, wer er ist. Es ist kein anderer, der uns erlöst. Es ist nur Jesus. Er ist der Herr. Er allein ist Gott. Amen. 2. Moses 3, Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, nicht der Engel, aber Moses, er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Also der Baum brennt schon wie lange und der brennt und brennt und brennt. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch immer noch derselbe Baum. Ja, jetzt muss ich doch mal gucken, was das ist. Ja, und Moses war neugierig, genauso wie wir. Und er hat sich da genähert, preis Gott. Und dann in Vers 13 bis 15, das sind Verse, die du unterstreichen musst. Moses sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich denn dann sagen? Die Götzen von Ägypten, sie alle haben Namen. Sie hatten ihren Namen, aber das waren keine Götter, das waren Vorstellungen
die die Menschen hatten von ihrem Gott hier. Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Moses, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, hier in meiner Bibel in großen Buchstaben Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und dann kommt das, was du unterstreichen musst. Das ist mein Name auf ewig. Viele Bibelkommentatoren, die beachten das gar nicht. Er hat einen Namen, aber viele Titel. Und das ist sein Name, preis Gott. Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Oder Moses hat genau wie der Paulus gefragt, Herr, wer bist du? Ich will deinen Namen wissen. Die haben alle Adonai gesagt, die haben alle gesagt, der Herr oder Elohim. Aber an den Namen haben sie nicht geglaubt, an den Namen Jesus damals, die Juden, die meisten noch nicht. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, sie mir sagen wird, wie ist sein Name, was soll ich sagen? Und das ist wichtig, dass ihr das. Ich meine, das habe ich auch nicht von heute auf morgen gekriegt. Der Herr hat mir das alles gezeigt, die Schriftverse. Weil Jehova ist nicht sein Name, das ist nicht der Name. Jesus ist der Name, der über alle Namen steht. Wir sind keine Jehova-Zeugen, die beten zu Jehova. Oh, Jehova, hör, Jehova, sorg für mich und hilf mir und der ganze Quatsch. Jehova ist gar nichts. Ich habe mit einem jüdischen Rabbi gesprochen, jetzt ärgere ich mich. Und ich habe ihm weismachen wollen, dass Jehova der Name Gottes ist. Der ist nicht der Name Gottes, hat er gesagt. Der war noch nie der Name Gottes. Und der hat in meine Augen geschaut und hat, der arme Kerl, der hat keine Ahnung. Ich konnte ja auch nicht Hebräisch und habe auch die Schriften nicht verstanden, wie sie da geschrieben waren damals. Ja, und er hat gesagt, dass er den Namen offenbart hat. Und ich habe gesagt, ja, preis Gott. Er hat gesagt, es ist ein heiliger Name und der Name ist deshalb im Mittelalter irgendwann haben die, als sie die Bibel in übersetzt haben, nochmal in den masorischen Text, da haben sie für den Namen Gottes, haben die einfach YHWH, die vier Buchstaben, und das ist das Tetragrammaton, hingeschrieben, dass wenn die auf den Namen des Herrn kommen und sie lesen die Schrift, die Juden, heute noch, dann sagen die nicht Jehova, die sagen entweder Elohim oder Adonai, wenn sie auf den Namen Gottes kommen. Preis Gott. Eines Tages wird er sich offenbaren. Ja, so, du siehst, es kommt genauso, wie der Herr gesagt hat. Ihr werdet gehasst werden von allen Menschen wegen meinem Namen. Preis Gott. Und das wird was, wenn der Herr kommt. Und wenn sie schreien und rufen nach ihm, und dann erkennen sie den, wie Zacharja drin steht, ja drin in Zacharja, sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Was haben sie denn durchbohrt? Seine Hände und Füße. Sie werden den erkennen. Warum? Weil der Geist der Wahrheit kommt. Er zeigt ihnen die Wahrheit. Er holt die Dunkelheit weg, den Vorhang weg. Und sie sehen auf einmal, es ist ja wirklich Jesus. Und dann wird es ihnen einfallen, wie sie gegen Jesus gekämpft haben, wie sie gegen ihn geredet haben.
Und dann werden sie klagen. Steht alles drin. Und der Herr weiß ja am Anfang schon, was am Ende sein wird. Brauchst mich nicht zu fragen, wie er das macht, aber er ist Gott. Dafür weiß er das. So. Und Gott sprach weiter zu Moses, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, euer Gott, der Gott eurer Väter, der Gott Abraham, Isaac, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Und so der Schlüssel wär's, wo uns jetzt betrifft, was wichtig ist, ist, das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn du andere Übersetzungen holst, dann steht da, die werden mich anrufen von Generation zu Generation. Preis dem Herrn. Und so, wann würden die Generationen seinen Namen anrufen? Ab der Zeit, wenn sie seinen Namen kennen. Und so ist es mit uns. Alle Götter und Götzen in Ägypten hatten ihren Namen. Sollte unser Gott keinen Namen haben, der Zeichen und Wunder getan hat, Amen, der sich bewiesen hat, dass er stärker ist wie die Götzen von Ägypten. Und so wie Gott dem Mose, seinem Volk, seinen Namen, wie Gott dem Mose seinen Namen bekannt gab und Moses ihn dem Volk weitergesagt hat, als er dann zurückkam nach Ägypten, so müssen wir den Menschen auch den Namen Gottes sagen. Preis Gott, wenn du redest hier in unserem Land, dass, wo sie sagen, sie sind Christen, da gibt es eine Dreieinigkeit bei denen, das ist der Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Sohnsname ist Jesus, der Vatersname ist Gott. Gott ist kein Name, preis dem Herrn. Und so müssen wir vom Name Jesus Zeugnis geben, preis Gott, dass er der Herr ist. Amen. Halleluja. Und wir müssen in seinem Namen handeln, in seinem Namen reden. Preis Gott, das ist wunderbar. Guckt, das haben wir schnell hier die Uhr da umgedreht habt. Preis Gott. Habe ich irgendwas vergessen? Weißt du, wer Jesus ist? Amen. Das ist das Schönste. Egal, wo du bist, kannst seinen Namen anrufen. Kannst mit ihm reden, er hört, er versteckt sich nicht. Ja, vor 3 Tagen war das, glaube ich, da war da ein Unfall an der Straßenbahnhaltestelle, dann statt der Straße. Da ist ein älterer Mann, also nicht älter wie ich, der ist in die Straßenbahn gerast und hat sich sehr schwer verletzt. Ob er noch lebt, weiß ich nicht. Sein Fahrrad ist im Eimer, das musste man unter der Straßenbahn rausziehen. Und er ist durch Rot. Das sagen die. Nun, wenn du da rumläufst, rumfährst, schau auf die Ampeln und trotzdem, du fährst ja auch mit dem Auto, als wenn du Führerschein hast, musst du trotzdem gucken. Es gibt immer Leute, die fahren durch Rot. Ja, die sind verträumt, die sind am Telefon, texten, wer weiß, was die machen. Und trotzdem passiert was, weil sie nicht aufpassen. So achte auch auf dich selber. Preis dem Herrn. Das ist wichtig. Komm, lass uns aufstehen, dem Herrn danken. Amen. Ich weiß noch nicht, ob du einen Engel erlebt hast, schon mit dir geredet hat. Wenn es mal der Fall ist, preis Gott, dann bist du nicht besser wie irgendjemand anders. Bist immer noch derselbe. Und so sei gehorsam, sei Gott dankbar für alles, was er tut für uns und an uns. Amen. Lass uns noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Geist, deine Liebe, deine Gnade, Herr. Für die Erlösung und die Errettung und dass wir deinen Namen kennen, Herr.